Hallo und herzlich willkommen bei Dummy Kompakt, der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und ja, ich beantworte heute die Frage. Und zwar geht es darum, letzte Woche habe ich ja gefragt, wo möchtet ihr am meisten noch was hören? Und da ging es vor allem ums Voran, ums Vertrauen, um die Kommunikation und so weiter. Und da habe ich gedacht, nehme ich gleich die eine Frage, die mir sowieso schon immer so im Hinterkopf rumschwebte. Und zwar ging es darum, dass mich jemand gefragt hat, wie bekommt man denn die weißen Stäbe wieder weg? Also das funktioniert super gut, da seinen Hund schon zu schicken auf weiße Stäbe, Memories und so weiter. Aber Blinds geht nur so 15 Meter. Und der Unterschied war, also das Tolle war, sie hat mir auch geschrieben, wie viel sie sonst schafft. Also ich sag mal, mit Stäben oder mit Memories geht es schon so, lass mich kurz, 100 Meter. Und bei Blinds geht es halt mehr so im 15 Meter. Ja? Und dann geht der Hund sofort in die Suche. Und da ist die Frage, was macht man denn da? Ja? Und genau darum geht es heute. Und jetzt möchte ich erstmal kurz euch alle begrüßen. Hallo, ja, ist ja. Elke ist da, Nico ist da, Heike, Heike. So viel Heikes. Die Jana, die Tina, die Dagmar, die Katja, die Karin. Nico nochmal. Es regnet. Nein, hier schneit's nur. Hallo. Die Uschi, Doris, Martina, Claudia. Gabi ist auch da. Jennifer, Sabine ist da. Sehr, sehr schön. Hallöchen. Ich sehe jetzt auch endlich mal, wer jetzt alles mal zuguckt, weil ich habe jetzt das parallel. Ja, guck mal hier. Ich bin jetzt. Ich sehe mich doppelt. So. Okay. Darum geht's heute. Und könnt ihr mir mal ganz kurz in den Chat schreiben, ob ihr auch so ein. Also, ob ihr ein Problem habt oder ob ihr das Voran als Baustelle bei euch seht. Ja, einfach nur ja. Also schreibt einfach nur ja oder schreibt einfach nur nein. Ja, und dann gucke ich nochmal, ob wir beim Voran noch ein bisschen mehr machen können, weil da höre ich immer ganz, ganz viel. Und auch aus meiner, in meinem Team Jagdfieber, da gibt es ja immer eine Trainingseinheit alle 2 Monate, wo ich dann ganz mit Videos und so weiter, also einen richtigen Vortrag halte. Wo es so um spezielle Themen geht. Also zum Beispiel der großen Suche hatten wir oder den Sitzpfiff hatten wir und so weiter. Okay, jetzt kommen die Ja's rein. Sehr, sehr schön. Hallo. Okay. Heike sagt nein, super. Sehr gut. Genau, okay. Es sind mehr Ja's als Nein. Und genau, ich hatte nämlich auch die Frage gestellt im Team Jagdfieber, dass ich sage, was wollt ihr denn lieber haben? Möchtet ihr lieber nochmal was über Blinds hören oder gerade was zur Anti-Unruhe und so weiter? Und da haben die Blinds gewonnen. Und alle, die da sind, Jein ist auch schön. Ja, okay. Lining, genau. Ja, Lining, da hatten wir die Baustellenaufgaben, genau. Und da geht es dann halt darum, dass in 2 Monaten, also im März, gibt es dann die Trainingseinheit zu Blinds. Und da wird es ein bisschen was anders gehen. Also alle, die im Team Jagdfieber sind, ihr könnt euch freuen, es wird diesmal nämlich live stattfinden. Ja? Also sonst zeichne ich die Trainingsaufgaben immer auf und dann werden sie sozusagen gepostet. Und diesmal wird es aber live stattfinden. Ja? Also im März und danach mache ich noch eine kleine Frage- und Antwortrunde. Das ist mal ein kleines Experiment. Und ich habe es dem Team Jagdfieber noch gar nicht verraten, aber euch verrate ich es jetzt und vielleicht seid ihr ja dabei und dann könnt ihr sozusagen das weitertragen. Okay, also, ich habe nur gemerkt, dass es da halt, weil da war sozusagen die Wahl, beim Team Jagdfieber gab es die Wahl, wo es hingehen soll, die nächste Trainingseinheit. Und da dachte ich, vielleicht interessiert es euch ja auch mehr, so mit dem Voran als mit der Anti-Unruhe, obwohl das ja immer so ein. Ja, es geht ja beides miteinander. Und das Schöne ist, wenn man sich auf Voran und das Lining und Blinds und so weiter alles konzentriert, konzentriert man sich gleichzeitig auch auf die Anti-Unruhe. Also Anti-Unruhe sind Hibbeln, Stress, Fiepen, Startlaut und diese ganzen Geschichten. Ja? Okay. Ganz kurz. Jetzt gucke ich mal ganz kurz in die Kommentare. Hallo. Genau, jetzt seid ihr da. Ich habe nämlich irgendwie gerade aus dem Augenwinkel. Ich fange gerade erst an. Genau, Lining ist unterschiedlich. Okay. Nicole fragt, kannst du auch was zur Blickführung des Hundeführers sagen? Da musst du mir ganz kurz sagen, was du mit Blickführung meinst. Oder Nicole, schreib mir einfach eine E-Mail. Also alle, die in der Trainingsgruppe Jagdfieber sind, meiner kostenlosen Trainingsgruppe für Dummy-Training, ihr könnt mir einfach Fragen stellen und dann suche ich mir da immer welche raus, die ganz gut passen und dann beantworte ich die in Dummy kompakt. Ja, also Nicole, am besten schreibst du mir dazu eine E-Mail. Einfach an susanne@hundeschule-jagdfieber.de. Okay, so. Okay, ich sehe auf jeden Fall mehr Ja's, dann Lining vor allem immer noch. Genau, aber alle, die ich glaube ich gerade im Lining sehe, die kenne ich auch aus dem Team Jagdfieber. Ihr müsst euch auf jeden Fall die Baustellenaufgaben angucken zum Lining. Das hilft enorm, wenn man dem Hund genau
genau sagen kann, ja, nein, ja, nein. Ja? Das hilft beim Lining wahnsinnig. Das Problem beim Lining ist ja oft das Ding, dass wir selber nicht wissen, ab wann ist es denn gut? Und man steht so da und so. Und man kann mit dem Hund nicht richtig kommunizieren. Und wenn ihr nie nicht richtig wisst, wo die Grenzen sind, dann würde es euer Hund auch nicht wissen. Ja? Und deswegen. Gut, also guckt euch auf jeden Fall das nochmal an, alle, die im Team Jagdfieber sind. Und alle, die nicht sind, kommt ins Team Jagdfieber, dann seht ihr das alles. Okay. So, und jetzt nochmal zu dieser spezifischen Frage. Und zwar ging es ja darum, dass der Hund an sich jetzt, sage ich mal, Memories kann und Blinds nicht. Und das ist so eine typische Geschichte, ich sag mal so, ich komme ja aus dem Toller-Bereich. Ja? Bei mir war ja damals die Frage Labrador oder Toller und dann irgendwie, dann werde ich immer mal gefragt, warum denn Toller? Und dann war ich in einem Seminar mit Dörte. Hallo, falls du mir zuguckst. Und da gab es, und ihr Hund hat eine total tolle Sache gemacht, wo ich einfach gesagt habe, das tut mir leid, Labi. Es wird der Toller. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Das Ding ist, der Toller hat häufig das Problem, dass wenn man nur Memories macht, also nicht alle Toller, aber viele, wenn man nur Memories macht, dass er, auch wenn man Memories auf 150 Meter schicken kann, keine Blinds kann. Weil er halt sagt, ja, ich sehe das, das ist die gleiche Hand und so weiter, aber da war, ist kein Helfer. Da ist kein markanter Punkt. Da ist kein, da, ich habe hier meine Checkliste und da ist kein Punkt auf der Checkliste drauf, deswegen gehe ich nicht. Oder sie machen totalen Mist. Ja, Mist machen sie immer ganz gerne, so nach dem Motto, ich gehe mal raus und gehe mal weg. Das ist immer, wenn sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und dann habe ich aber gemerkt, also ich kam, wie gesagt, aus der Toller-Schiene und habe gedacht, okay, das ist ein toller spezifisches Ding. Aber nein, das gibt es auch bei den Flats, das gibt es auch bei den Golden, das gibt es auch bei den Labbies, aber eben vielleicht nicht so häufig oder es wird anders verpackt, sag ich mal. Ja, also dass der Hund das einfach anders äußert. So. Und jetzt sind sie alle da. Okay. Und was ich eigentlich damit sagen möchte, ist, dass das Problem an dem, mein Hund kann schon 100 Meter Memory und noch keine 5 oder keine 30 Meter Blind ist. Also erstmal, 30 Meter Blind ist schon richtig, richtig gut. Ja, das ist ja schon mal, das heißt ja, dein Hund geht raus, obwohl er nichts gesehen hat. Dein Hund hält die Linie, obwohl er nichts gesehen hat. Und dann geht es ja in Endeffekt nur noch um die Entfernung. Das heißt, das Selbstbewusstsein. Ja, das ist das Selbstbewusstsein, was da kommt. Und was ich dir empfehlen würde, also erstmal, du musst mehr generalisieren. Ja, ich meine, es hört sich jetzt vielleicht blöd an, wenn man sagt, okay, jetzt ersetzt man halt die weißen Stäbe mit einem Baum oder einem Strauch oder sonst was. Aber gerade Hunde, wo man sagt, okay, das ist jetzt so ein, ich habe den Plan, ich weiß, wo es lang geht. Ich habe keinen Plan, weiß nicht mehr, wo es lang geht. Die brauchen einfach eine Aufdröselung, so nach dem Motto, ja, das ist dein Plan, aber es geht auch so und es geht auch so und es geht auch so. Ja, so ein bisschen Generalisierung, so nach dem Motto, Sitz geht nicht nur auf dem Hundeplatz, sondern eben auch im Bus und im Zoo und sonst wo. Und dass das immer das gleiche Kommando ist und deswegen muss man das so machen. Ich sage deswegen nicht einfach nur Blinds trainieren, weil man muss Selbstbewusstsein in den Hund kriegen und man muss ihn, sage ich mal, zum Marschieren bringen. Ja, das war ja immer das Lieblings, das habe ich mir so gemerkt von Freddy Höfling. Also wenn ihr mal im Seminar irgendwo Freddy Höfling, mega geil. Ich war immer super, super gerne bei seinem Seminar, war ganz, ganz toll. Er hat ganz viel gefördert bei mir oder geprägt, sage ich mal, wie ich Dummy-Training mache. Und er hat immer gesagt, marschieren müssen Sie. Ja? Und dann, ich sage mal, das Nette, was ich damit meine, ist, für mich ist marschieren, mein Hund weiß ganz genau, wo er hingehen muss. Er hat super starkes Vertrauen dahin, also es ist kein Blind, sondern er weiß ganz genau, wo er hin muss, aber er muss dafür weit laufen. Ganz weit laufen. Das ist einfach, damit sie so ein bisschen nicht denken, nicht denken, nicht denken. Und gerade die Hunde, die immer viel denken, die denken halt viel. Und da muss man ihnen mal beibringen, denken die nicht denken. Hör mal auf mit denken. Einfach laufen. Einfach laufen. Einfach gehen. Ja? Und da muss man wahnsinnig große Hilfe nehmen und richtig weit. Und richtig weit ist halt diese 100 Meter und so weiter. So. Oder auch mal 150 Meter. Ja? Ich denke immer so bei 150, das hört sich immer an, wenn Leute so 200 Meter trainieren. Ich denke mal, ich sehe meinen Hund immer schlecht auf 200 Meter. Und wenn ich meinen Hund nicht mehr sehe, ja, also sag mal, ich trainiere maximal, glaube ich, auf 150 Meter. So. Und alles, was da drüber ist, ist mal gucken, was wir schaffen in der Prüfung. Falls es denn mal weiter sein sollte. Also wirklich weite Memories. Also dann nicht 100 Meter Memories, sondern halt 150 Memories. Und an sich hast du den Aufbau richtig gut gemacht, ja. Also so mache ich das halt auch, dass man erst mit Hilfen und dann die Hilfen langsam abbaut und so weiter. Was ich vermute, ist, dass man zu spät mit Blinds an sich angefangen hat, damit der Hund eben nicht generalisiert hat, ah, okay, es geht jetzt mit
dieses Handzeichen hier, das hatten wir ja letztes Mal schon, dieses Handzeichen ist das eigentliche, sondern der Baum, der Stab, das Dummy, was da hingelegt wurde, ja? Sondern nicht deine Hand, sondern der Gegenstand drumherum ist das eigentliche Ziel. Und dafür muss man halt auch Blinds machen. Du schreibst ja, du machst Blinds, das ist super gut. Was ich dir damit noch helfen könnte, ist, du könntest Blinds Wege runter machen, dass man halt nochmal die Leitlinie hat. Ja, das ist da ein bisschen. Was übrigens auch hilft, ist so, ja, hier, Berg runter. Das hilft. Ja, das hört sich lustig an, aber wenn ihr irgendwie leichte Hügel habt, geradeaus, Lining, Blinds, Hügel runter. Hilft auch einfach nochmal, um so ein bisschen zu schubsen. Weil an sich können sie es ja, sie fangen ja nur an zu zweifeln und deswegen fangen sie an zu suchen. Ja, weil dann nämlich die zweite Frage war von ihr, dass, wie kann ich es ihr denn abgewöhnen, dass sie dann gleich nach 30 Meter sucht? Und das mache ich zum Beispiel so, indem ich auf Memories schicke, die weit sind und mittendrin den Suchenpfiff mache. Weil da ein Blind liegt. Ja, das ist, um das Ganze noch ein bisschen zu pushen. Aber das darf man auch nicht so oft machen, weil Abbruch aus dem Voran mit dem Suchenpfiff oder mit dem Sitzpfiff zieht Selbstbewusstsein im Voran. Ja? Und da muss man zuerst einmal muss gucken, wo ist der Knackpunkt? Also, was hat sie jetzt, der Hund oder er oder sie, ja, der Hund, interpretiert als das ist jetzt mein Voransignal? Und das muss man aufsplitten. Da muss man dann gucken und man muss generalisieren und man muss mehr machen. Und vielleicht muss man auch mehr Blinds machen, aber vielleicht auch weniger. Ich mache gerne Intervalltraining. Das heißt, ich mache 2 Wochen lang richtig Gimmi, 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 nur auf Memories. Also jetzt nicht mit Werfen und Schießen so, sondern mit Laufen. 2 Wochen, jeden Tag einmal 100 Meter voranlaufen. Ja? Wenn mein Hund ein Selbstbewusstseinsproblem hat, auf einfache Sachen. Und man kann dann auch alte Memory-Stellen verwenden. Also alte heißt für mich je nach Hund. Also zum Beispiel bei Mika. Für Mika ist eine wahnsinnig alte Fallstelle 15 Minuten her. Weil er hat kein Gedächtnis. Ja? Deswegen ist er auch schlecht im Markieren. Also ich schicke ihn irgendwo hin, 15 Minuten später, oh, das ist ein Blind. Ich weiß gar nicht mehr, wo es ist. Anderer Hund, Indy, den kann ich eine Woche später noch auf die gleiche Stelle schicken und der läuft wie eine Eins, weil er einfach gemerkt hat, dass da war es. Ja, also da muss man gucken, was alte Fallstellen sind. Das ist, da kann man nicht mal sagen, es sind jetzt 15 Minuten oder 30 Minuten. Also das würde ich so sagen nach dem Motto, das ist nicht mehr frisch. Ja, aber je nach Hundetyp ist das halt lang oder spät. Okay, dann würde ich noch mal ganz kurz rein in die Kommentare. wieder hört sich nach einem Flat an, genau. Genau, viele denken zu viel. Claudia fragt, würdest du immer mit einer optischen Hilfe arbeiten im Aufbau? Ja. Also im Aufbau von, also ja und nein. Also wenn ich baue auf mit Memories, ja, ist ja irgendwo klar. Also man muss dem Hund, wäre toll, wenn man mit Blinds anfangen könnte, aber der Hund muss ja erstmal eine Idee kriegen von dem, was er da überhaupt tut. Was ich jedoch mache, ist, dass ich immer viele verschiedene mögliche optische Punkte habe. Das heißt, ich schicke nie zu einem Baum auf der Wiese. Außer ich habe eine Baustelle, wo ich dann extra was dran arbeiten muss. Aber ich schicke dann 3 Bäume. Welcher Baum ist es? Ja, ich will nicht den rechten, ich will nicht den linken, ich will die Mitte. Oder man hat 1, 2, 3 und schickt dann so schräg. Ja? Also man muss kreativ sein und man muss sehr abwechslungsreich sein bei den Memories. Ja, dementsprechend, also ja, man muss ihm das erstmal beibringen, ist ja klar. Aber ich starte schon sehr, sehr früh auch mit Blinds, die dann am Anfang, sage ich mal, noch an markanten Punkten sind, aber Blinds. Also nach dem Motto, oh, das ist ein Baum. Ich war da noch nie. Ich habe da nichts gesehen, was da hingelegt wurde. Aber mal gucken. Sonst zeigt mir den. Weil die Hunde müssen herausfinden, was ist das eigentliche Ding, was mir die Richtung anzeigt. Und das ist die Hand. Und das ist etwas, was die Hunde halt nicht so sinnvoll finden. Am Anfang natürlich gucken in die Gegend. Wenn es immer in der Gegend liegt, ist ja klar, dass sie sagen, ja, ich gehe mal dahin, wo die Gegend ist. Ja? Das hier oben ist egal. Das hier oben sagt nur Go. Und deswegen mache ich zum Beispiel, was ich auch zum Beispiel mache, also im Jagdfieber gibt es auch die Anfangsübung fürs Voran, dass von Anfang an das Verleitschüsseln oder Verleitdummies oder Verleitstäbe, was auch immer da sind und dass man den Hund dann entsprechend, der Hund lernt, was ist die einzige Konstante im Voranschicken? Was ist das Einzige, was immer konstant bleibt? Und das ist die Hand. Und wenn du überlegt, schaut euch mal euer Training an, die letzten 2 Wochen, wenn ihr vorangemacht habt. Und schaut euch, was die Konstante ist. Ist die Konstante der weiße Stab? Ist die Konstante ein Baum? Ist die Konstante immer die gleiche Stelle? Oder ist es eure Hand? Ja, das ist wichtig. Es darf die Hand, also es muss sehr, sehr variabel sein in dem, was ihr da tut. Okay.
So, und dann wollte ich nämlich nochmal sagen, also das mit dem Suchenpfiff, genau, also Hunde, die das Voran abbrechen und anfangen zu suchen, da ist das Blind zu weit hinten, sage ich mal. Also ich sag mal so, wenn man weiß, mein Hund kann 30 Meter Blind und dann bricht er immer ab und sucht, dann lege ich ihm das Blind auf 25 Meter. Ja, damit er erstmal nicht mehr abbricht und sucht. Weil jedes Mal, wenn du deinen Hund voranschickst auf den Blind und er selbstständig abbricht oder du ihm Sitz geben musst und weggehen musst, ist doof. Der braucht erstmal Erfolg. Erfolg, Erfolg, Erfolg. So, was ich dann mache, ist, zum Beispiel kannst du dann auch, ich weiß, es ist böse und ich würde es auch auf keinen Fall empfehlen, aber Baustellentraining, im Baustellentraining muss man manchmal kreativ werden. Frontalwind. Ja, auch wenn der Hund dann so läuft. Das Ding ist, was Zwiebelprinzip, ja? Lining ist das Innere der Zwiebel. Das ist schön. Das ist schick. Wenn dein Hund aber gar nicht rausgeht oder dein Hund nicht über 30 Meter hinauskommt, dann wirst du niemals zum Blind kommen, egal wie sein Lining ist. Das heißt, dann nutzt das. Dann nimm Frontalwind und zieh deinen Hund mit dem Wind 50 Meter Blind. Dann ist es halt ein Geruchsblind, sag ich mal. Keiner, diesen Begriff gibt es nicht, ja? Den habe ich gerade erfunden. Aber so muss man dann denken. Ja? Wenn man, natürlich würde ich immer mit Rückenwind arbeiten beim Voran, aber wenn ich ein Problem habe im Voran und mein Hund einfach nicht rausgeht und es nur daran liegt, dass er kein Vertrauen hat, die meisten Hunde haben ja nicht das Ding, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen oder dass sie keinen Bock dazu haben, sondern das ist ein, okay, ich kann nicht mehr, ich finde was. Und Schnüffeln ist ja auch sehr beruhigend, ja, Schnüffeln macht viel Erfolg, bringt was und so weiter. So. Das dazu. Und dann wollte ich noch sagen, ihr wurde dann nämlich vorgeschlagen, dass sie ihren Hund pushen soll. Ja? Was ich übrigens nicht sinnvoll finde als Hilfe. Weil dann bringt man dem Hund bei, du kannst voran über 30 Meter, wenn ich ständig hinter dir herbrülle. Das will ich aber nicht. Pushen bringe ich dem Hund bei. Noch ein Hinweis, es gibt schon ein Video dazu, wie ich das Pushen aufbaue. Das ist bei YouTube. Also ich habe ja einen YouTube-Kanal, Dummy und Co. Einfach mal auf YouTube gehen und Susanne eingeben und Dummy und Co. oder Jagdfieber und so weiter. Dann findet ihr meinen Kanal. Ich kann den hier auch nochmal verlinken. Vielleicht kann den jemand von euch verlinken. Das wär vielleicht noch gut. Genau. Und da gibt es auch nochmal über Pushen. Da kann ich dann ganz genau nochmal sagen, da seht ihr das nochmal, wie ich das aufbaue. Was ich aber meine zu Pushen ist, Pushen ist ein Hilfsmittel. Das baue ich auf, damit ich meinem Hund helfen kann, aber nicht, um ein Voran aufzubauen. Ja, der Unterschied, wenn ich ein Voran aufbaue, wenn ich ein Problem habe, ich sage, okay, mein Hund kann 30 Meter voran, aber nicht 50, dann ist die Lösung nicht pushen. Weil pushen ist eine Hilfe. Ja, sondern ich möchte ja, dass mein Hund von 0 auf 50 Meter ohne pushen geht. Pushen benutze ich in der Prüfung, pushen benutze ich, wenn ich mal austesten möchte, wie weit wir schon sind, oder wenn ich das Pushen trainieren möchte, damit ich es in der Prüfung verwenden kann. Aber es ist nicht Bestandteil des Aufbaus einer Übung. Ja, das ist der große Unterschied. Okay. Ja, Christiane, komm, schaust dir die Aufzeichnung an. Genau, das ist gut. So, jetzt sind wir auch schon am Ende. Könnt ihr mal ganz kurz sagen, ob euch das was gebracht hat? Einfach nur wieder mit Ja oder Nein. Also ich habe jetzt ja schon rausgehört aus euren Kommentaren, dass ihr das ganz gut findet, was zum Voranzuhören. Ich versuche trotzdem immer eine Mischung zu machen, dass wir dann ein bisschen flexibel sind. Aber dennoch fände ich es klasse, wenn ihr mir ganz kurz nochmal Rückmeldung gebt, ob das jetzt sinnvoll für euch war, nochmal was, dass irgendwas geklackert hat oder nicht. Und dann auf der anderen Seite, genau, ich habe in meiner Trainingsgruppe, Jagdfieber, in der Facebook-Gruppe, ja, ich meine, das wird ja jetzt gerade hier auch ja, über Dings, wie heißt das? Übertragen. Ich habe einen Post gemacht zum Welpenkurs. Also ich werde einen Welpen-Mini-Kurs, Mini, ich dachte an vier Videos. Oh, das ist viel. Ich dachte an vier Videos. Und jetzt habe ich schon so viel Input bekommen, dass ich das alles ein bisschen kreativ geändert habe. Und okay, hat euch alle geholfen. Das ist super. Ich möchte aber gerne, bitte, bitte schickt mir noch mal Input. Also ich habe schon ganz viel bekommen und ich habe eine super coole Idee, wie ich das jetzt mache. Also es wird kein Welpenkurs sein wie ein Fußkurs, wo ihr 16 Wochen Kurs habt und dann ist Ende oder so. Beim Fußkurs ist es zwar so, dass es noch die Alumni-Gruppe gibt, aber das ist ja eine Betreuung dann einmal im Monat. Das finde ich bei Welpen und Junghunden einfach zu wenig. Und deswegen gibt es da, also ich habe eine Idee, die will ich noch nicht verraten. Ja, ich werde sie bestimmt irgendwann verraten, weil ich sowas immer nicht geheim halten kann, aber
Wenn ihr noch eine Sache habt, die ihr gerne in so einem Welpenkurs haben möchtet. Also es ist nicht so, dass ich alles mache, was da steht. Aber es kann ja sein, dass die Idee, die du hast oder das, was du brauchst, gerade das ist, wo ich sage, ja, das ist super, das mache ich. Ja? Dann bitte, bitte schreib einfach unter diesem Post, komm in die Gruppe, wenn du noch nicht drin bist, schreib unter diesem Post, was dich am Welpentraining interessieren würde, spezifisch zum Dummy-Training. Also jetzt nicht bitte, wie bringe ich meinen Hund bei, dass er nicht mehr in die Wohnung pullert oder so, oder wie, dass er nicht mehr an der Leine zieht oder so, oder mich tackert oder Beißhemmung oder solche Geschichten, ja? Nein, nein, bitte wirklich Dummy-spezifisch. Und wenn du auch, oder wenn du ein Anfänger bist, was ist etwas, was dich besonders interessiert? Was ist etwas, was du nicht weißt oder wo du mal dastehst und denkst, ich bin der dürfste Mensch der Welt? Ja, wenn man so in so eine Gruppe reinkommt, ist man ja meistens so, oh, alle wissen alles und ich habe nicht mal eine Ahnung, was ein Sitzpfiff ist, zum Beispiel. Und das wäre ganz toll, das wäre super hilfreich, weil dann kann ich den Kurs genau so bauen, wie ihr ihn braucht und nicht, wie ich ihn mir vorstelle. Ja, natürlich mache ich meine Techniken, meine Prinzipien, wie ich was aufbaue, was ich mache. Aber trotzdem ist es für mich wahnsinnig wertvoll, wenn ich euer Feedback kriege, was ihr denn braucht, was ihr denn wünscht, wo eure Fragen sind, wo eure, hier nennt man es Pain Points, also eure Problemstellen was ihr so macht. Ja, oder was ihr so machen möchtet. Genau. Okay, also das wäre super toll. Genau, so, jetzt gucke ich noch mal ganz kurz nach. Okay, ja, das ist gut. Das ist, okay, sehr gut. Euch hat das was gebracht. Das finde ich klasse. Sehr schön. Hibbel wäre auch interessant. Ja, das kommt dann danach. Also, es ist ja nicht zu, also die Trainingseinheit, oh, danke schön, Jennifer, für den Link. Die Trainingseinheit zur Unruhe und zum Hibbeln und Fiepen und so weiter, die kommt ja noch später. Ich habe einfach nur gesagt, was wollt ihr? Blinds, Unruhe. Und dann so, ja, das, was als erstes ist. Danke schön. Pushen im Dummy-Training. Super. Klasse. Vielen, vielen Dank, dass ihr so alles schön mitmacht. So, dann bereite ich jetzt mal den Fußkurs vor, weil jetzt gibt es gleich die Videoanalyse um 20 Uhr. Und da habe ich mir schon ganz, ganz viele tolle Fußvideos angeguckt. Und es ist ja mal erstaunlich, wie weit sich die Teams entwickeln. Ja, also ich habe ja die Teams jetzt im November gesehen, wenn sie angefangen haben, und jetzt im Januar. Es ist Tag und Nacht. Es ist immer wieder toll. Also ich komme vor allem, weißt du, das schönste Gefühl, was ich gerade habe, ist, ich bin nicht mehr notwendig. Ja? Ich hab mir die Videos angeguckt und habe gedacht, okay, geht in die Welt, ich entlasse euch. Ja, also ganz, ganz toll. Deswegen, ich freue mich gleich drauf. Halbe Stunde geht's los. Ich esse noch einen Happen und trinke ein bisschen was. Und dann, ja, dann sehen wir uns da. Alle anderen im Dummy Kompakt wieder nächste Woche. Ich guck mal, ob ich hier schon mal ein Thema habe. Nee, sage ich euch nicht. Ich schwanke noch zwischen zwei Themen. Vielleicht mache ich eine kleine Umfrage. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und wir sehen uns nächste Woche Dienstag um 19 Uhr. Und